Nach dem Trainingslager in Katar traten die Spieler von Fußballrekordmeister Bayern München am Dienstag zum ersten Training des Jahres auf deutschem Boden an. Mit dabei auch Mats Hummels und Robert Lewandowski, die zuletzt angeschlagen kürzer treten mussten. Das Augenmerk der Fans lag aber auch auf Sandro Wagner. Der FC Bayern hatte den 30-jährigen Nationalspieler kurz vor Weihnachten verpflichtet. Gut so, meinen die Bayern-Fans. Na gut, wir wollen natürlich nicht hoffen, dass Lewandowski länger verletzt ist, aber wenn das mal sein sollte, ist er natürlich ein guter Backup. Aber ich glaube, dass er trotzdem auch seine Spielminuten bekommen wird und wichtig für den FC Bayern werden kann. Ja gut, er ist vor allen Dingen, wenn mal der Lewandowski ausfällt, ein guter Ersatz. Ist auch ein Stürmer, der vorne drauf geht. Ich kenne ihn ja von Darmstädter Zeiten, weil ich aus dem Bereich komme. Und ich denke mal, es ist gut, dass da noch ein zweiter normaler Stürmer noch da ist. Vor Beginn der Rückrunde führen die Bayern die Bundesliga mit 11 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schalke 04 an. Fast alle Experten und Fans gehen davon aus, dass die Münchner auch in diesem Jahr wieder Meister werden. Auch im DFB-Pokal und in der Champions League will das Team von Trainer Jupp Heynckes noch eine wichtige Rolle spielen. Zu Beginn der Rückrunde müssen die Bayern am Freitag in Leverkusen antreten. Das Hinspiel in München hatte der deutsche Meister mit 3:1 für sich entschieden.